Nee, Sascha, nee, sehe ich anders. Ich finde es wirklich verantwortungsvoller, wenn wir heute Nacht in einem Bett schlafen. Nee, wir haben jetzt einen Klingbeutel. Genau. Nee, ich meinte. Ich muss mein Referat noch zu Ende machen. Moin, Benny. So. Ah. Schön, guten Morgen, Sandra. Moin. Ja, heute ist der große Tag, was? Promis unter Palmen geht wieder los. Bisschen asozial, aber... Sandra, das meine ich natürlich nicht. Love Island? Läuft das schon ganz lange, oder? Ich meine das Referat, das du heute vortragen sollst. Ach ja, das. Du weißt, dass du damit deine Deutschnote noch mal etwas verbessern kannst? Ja, ich will unbedingt auf eine 5 kommen. Ja, ja, wir wollen die Ziele mal nicht zu hoch stecken, nicht wahr? Aber... Sandra, du weißt selber, wie deine kognitiven Fähigkeiten ausgebaut sind. Sie werden sich noch wundern. Mein Referat heute wird Ihnen die Socken ausziehen. Daran habe ich keinen Zweifel. Ich muss aber schon sagen, das Thema, das ich bekommen habe, das war jetzt nicht unbedingt das Einfachste. Mein Lieblingstier? Sie wollen mir das nicht zu einfach machen, Herr Klingbeutel, du. Habe ich gemerkt, du. Also eigentlich... Ohohoho, Sandra... War nicht so einfach. Gut. Ich würde sagen, lass uns doch einfach mal starten. Kein Problem. Wie hast du denn die Präsentation vorbereitet? Sie setzen sich gleich hier hin und dann bekommen Sie diesen Laptop. Da habe ich eine Präsi drauf gemacht. Sandra, ich habe dir doch extra den Tipp gegeben, Bilder zu malen. Ja, aber ich habe lieber eine geile Präsi gemacht. Präsi sagen wir coolen Teenager. Hm. Du machst es dir selber zu kompliziert. Kompliziert ist die Beziehung zwischen Sascha und mir. Nein, da passt der Begriff merkwürdig viel besser. Nee, merkwürdig ist Humpel-Holger. Der hat gestern mit Fetthaarfinja rumgemacht. Mit Fetthaarfinja? Mhm. Ich dachte, die wäre mit Agne Anton zusammen. Nee, Agne Anton hatte was auf einer Party mit Gammelzahn-Gabi. Die sich von, Fetti Felix getrennt hat? Genau die. Wahnsinn. Wir schweifen ab. Sandra, komm doch mal nach vorne. Ja, wir tauschen mal die Plätze. Und dann bin ich sehr gespannt auf dein Referat, ja? Durchatmen, Sandra. Cool bleiben. Du bist gut vorbereitet. Nein, bist du nicht. Aber du bist vorbereitet. Alles wird gut, Sandra. Würden Sie bitte aufhören, mich abzulenken? Hallo, liebe Klasse. Heute halte ich ein Referat über das Thema Mein Lieblingstier. Sehr gut. Auf dem Laptop können Sie die Präsi verfolgen. Also, los geht's. Als erstes erzähle ich, wer ich bin, das habe ich ja schon gemacht. Als zweites sage ich, was mein Lieblingstier ist. Und als drittes kommt die Abschlussrunde mit Fragen. Kurz, das ist der Aufbau des Referats? Ja. Das, Sandra, das Referat sollte mindestens 10 Minuten dauern. Da sind wir ja in 30 Sekunden mit durch. Nö. Wie willst du das denn auf 10 Minuten? Egal. Mach bitte erstmal weiter. Also, mein Lieblingstier ist... Sandra, okay, gut. Vergessen wir das mal mit den 10 Minuten. Ich bin froh, dass du überhaupt etwas gemacht hast, ja? Mach doch mal bitte weiter. Ich gucke hier, ich folge. Kommen wir zum Hauptteil meines Referats und zu der alles entscheidenden Frage, was ist denn nun mein Lieblingstier? Es ist der allgemeine Hund. Der Hund ist vor allem in Mitteleuropa sehr häufig anzutreffen. Er ist meistens sehr scheu und hört sehr oft auf den Namen Bello. Sandra, könntest du... Würden Sie bitte aufhören, mich ständig zu unterbrechen? Ich komme sonst mit meiner Zeit nicht hin. Viele Menschen in Deutschland besitzen einen wilden Bello. Sie sagen häufig Sachen wie, Bello, wo ist das Stöckchen? Wo ist das Stöckchen? Bello, hier? Bello, hier, kommst du her? Na, was ist das? Nicht das Fressen? Nicht das Fressen? Bello, nein, nicht anspringen. Das sollst du nicht. Nicht anspringen. Bello! Bello! Bello, kommst du her? Bella, nein. Ist der läufig? Ist der läufig? Kann der... Dürfen die spielen? Ist der läufig? Können die... Ist der läufig? Okay, danke, Sandra. Ich muss hier einmal kurz unterbrechen. Tut mir leid, das geht nicht. Wir sind noch nicht bei der Fragerunde angekommen, ja? Ich würde... Der Hund hat allgemein 4 Beine. Das sieht man hier an diesem Bild sehr, sehr deutlich. So, zum Schluss habe ich noch ein lustiges, tanzendes Hundevideo vorbereitet.
Gucken Sie bitte auf die Preti. So, ja, dann kommen wir jetzt zur Fragerunde. Gibt es Fragen aus dem Plenum? Ich würde gerne... Das ist nicht der Fall, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Sandra, doch, ich hätte da eine Frage. Ja, na gut. Herr Klingbeutel? Sandra, zunächst mal vielen Dank, dass du das... Ja, vielen Dank. Positiv, ich finde es schön, dass du frei gesprochen hast. Danke, sprechen kann ich. Danke. Fand ich wirklich... Genau, ich hätte mir noch ein paar mehr Infos gewünscht über den Hund. Aha, aha, ja. Hast du vielleicht selbst einen Hund? Warum ist gerade der Hund dein Lieblingstier? Ja, aber da hatten wir ja selber Schuld, weil ich hatte ja nur 10 Minuten Zeit. Das hättest du noch locker geschafft. Ich nicht, egal. Das Video mit dem tanzenden Hund. Geil, oder? Hat eigentlich nichts in einem Referat verloren, Sandra. Wieso? Bisschen was für die Stimmung. Bisschen was für die Laune hier. War ein Punkt, der mir jetzt nicht gefallen hat. Sandra. Sorry. Na gut, ich hatte ja gesagt, dass es sofort eine Note für das Referat gibt. Ja. So, ich habe mir da mal Gedanken gemacht. Ja, Sandra, da ist nicht viel... Schlechtes zu sagen. Also, du hast frei geredet und du hast es nicht vergessen. Das rechne ich dir schon mal hoch an. Nichtsdestotrotz reicht es leider nur für eine... Warten Sie! Bevor Sie die Note sagen, schauen Sie sich vorher doch mal das hier an! Gut. So, und jetzt sagen Sie mir die Note. Du hast frei gesprochen, du hast es nicht vergessen und das Video am Ende war minimal unterhaltsam. Sandra, ich würde sagen, das ist eine 4. Eine 4? Ja. Glückwunsch, Sandra. Eine 4? Endlich kann ich das machen, was ich schon jahrelang nur für diesen Moment vorbereitet habe. Ja! Sandra! Die ist doch echt verrückt. Na gut, ich werde mal. Sandra, mach das Feuerwerk aus! Ich muss